Ciao und herzlich willkommen zum Mittwochsvideo. Und einen Moment, ich muss ganz kurz noch was klären. Ist besser, wenn du mir jetzt den Hintern beispielst, echt böse. Also, gut. Wollen wir anfangen? Heute habe ich für euch ein Thema, das eher für Mädchen ist als für Jungs. Und zwar, es geht um die Periode. Also, falls jetzt die Jungs Lust haben abzuschalten, wir sehen uns dann am Freitag wieder zu meinem nächsten Video, wo es dann nicht mehr um sowas geht. Und für alle, die jetzt noch dran geblieben sind, hallo nochmal. Also, ich dachte, ich möchte euch mal so ein bisschen über das Thema Periode, wie es für mich war oder wie es bei mir angefangen hat und wie es für mich als Asperger aus meiner Perspektive ist. Also, hui. Also angefangen hat es, da war ich ungefähr 11 und ich werde es nie vergessen. Ich dachte im ersten Moment, ich sterbe. Und ich muss sagen, der Grund dafür war, nicht, dass es irgendwie so deftig geblutet hat, sondern es war einfach so furchtbar krasse Schmerzen plötzlich. Ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Ich habe noch nie in meinem Leben solche Schmerzen. Und zu dem Zeitpunkt wusste auch meine Mutter noch nicht, was es ist, weil beim ersten Mal, da war wirklich noch gefühlte Trockenheit, also wirklich, da war noch Wüstending im Vergleich zu heute. Und ich bin damals wirklich, ich weiß noch, bei uns im Wohnzimmer, über dem Wohnzimmersessel gehangen und habe geheult, weil ich gedacht habe, jetzt war's das. ja. Dann irgendwann hat die Schmerzen, die sind übrigens nie besser geworden, die sind ja schlimmer geworden. Aber ich habe dann eines Tages eine Bekannte besucht. Also die ist, die hat auch sehr starke Regeln gehabt und die hat mir dann so für mich die Tablette Actren empfohlen. Das kann ich auch wirklich jedem nur weiterempfehlen. Ich bin davon jedes Mal stoned wie eine bekippte Robbe und ich bin auch heute stoned wie eine bekippte Robbe. Aber es wirkt wirklich Wunder. Und ja, da brauchen wir auch nicht viel davon. Also bei mir ist es so, ich brauche vielleicht die ersten 2 Tage davon etwas und es hält dann bei mir bis zum letzten Tag. Aber ja, gut. Dann irgendwie, also war es so, dass ich das Problem hatte bei mir. Ich weiß nicht, ob das andere auch kennen. Ich hatte die Periode in viel zu schnellen Abständen. Also ich hatte die 2-mal im Monat und dazu auch noch wirklich heftige Blutungen. Und dann war es so, dass ich zur Frauenärztin gegangen bin, weil meine Mom echt Angst hatte, dass ich da verblute. Und die hat dann eben gesagt, ich soll Gelbkörper nehmen. Weil ich habe von Anfang an gesagt, ich nehme die Pille nicht, weil ich nehme die bis heute nicht und ich werde die auch in Zukunft nicht nehmen, voraussichtlich. Weil ich einfach finde, es ist komisch, seinem Körper Hormone zuzuführen. Nur damit er aufhört, das zu tun, wofür er eigentlich gedacht ist und was eigentlich auch ein sehr starker Reinigungsprozess für den Körper bedeutet. Und klar, ich weiß, dass die Schmerzen und alles doof sind, aber man darf auch nicht vergessen, dass es ein Reinigungsprozess ist. Und ich habe halt folgendermaßen dann in dem Moment auch mitunter gedacht, wenn du schon von der Aspirin total stoned bist, also wirklich wochenlang stoned, und du dir dann die Pille nimmst, wo Hormone drin sind und du nicht weißt, wie dein Körper darauf reagiert und ob er darauf positiv reagiert oder ob er darauf total negativ reagiert, ob du dann im Prinzip immer nur zu den Personen gehörst, die mehr Probleme davon bekommen als dann nicht. Und vor allem auch, weil mir was sehr wichtig war, nämlich ich wollte mein Körpergefühl behalten, also das Gefühl dafür zu sagen zu können, ja, wie es bei mir innen drin aussieht. Und das hätte ich, glaube ich, mit der Pille dann nicht mehr gehabt. Ja, und deswegen habe ich mich von Anfang an gewehrt, die zu nehmen. Und so habe ich dann Gelbkörper verschrieben bekommen. Die habe ich dann, ich glaube, ein Jahr oder vielleicht auch weniger. Also ich bin mir nicht sicher, aber die musste ich dann immer nehmen. Glaube, kurz nach der Periode oder kurz davor, ich weiß es jetzt nicht, aber auf jeden Fall musste ich sie dann immer wieder nehmen. Und tatsächlich bis heute, was mich sehr verwundert, hat mir das einen richtig guten und sehr, sehr gesunden Zyklus beschert. Von 29, also ich habe so einen Zyklus von 28 bis 30 Tagen. Tja, das ist jetzt wirklich intimes Wissen über mich. Oh Gott.
Aber ich bin eben so, wenn ich sowas erzähle, dann erzähle ich auch alles. Ja. Und dann war es eben so, nachdem ich dann nicht mehr ausgeblutet bin wie verrückt und dann eben auch nicht mehr das Problem hatte, dass ich dann ständig die Schmerzen hatte, wie wahnsinnig. Entschuldigt mich mal für ein paar Sekunden, ich bin gleich wieder da. Ich muss nur kurz meinen Hasen davon abhalten, meine Mutter zu mobben. Gut, da bin ich wieder. Entschuldigt, mein Hase ist gerade in die Küche gerannt, was er überhaupt nicht darf. Und ja, wo bin ich stehen geblieben? Ja, nachdem dann auch die Schmerzen besser waren, habe ich dann eigentlich, ich hatte immer noch Schmerzen, aber sie waren nicht mehr so schlimm. Und ja, dann irgendwann kam dieser Moment, ich weiß nicht mehr, wann es war, aber da hat dann die Aktrin bei mir nicht mehr so gut gewirkt. Und ja, dann war ich wirklich erstmal so, oh Gott. Und dann eher durch Zufall hat meine Mutter mir in dem Monat die Aktrin Forte gekauft. Das ist eine andere, das ist dann die Nachfolgertablette mehr oder weniger. Und ja, die wirkt bis heute sehr gut und ich bin auch niemand, der irgendwie mehr als eine braucht. Und ja, man kann aber bis zu 3 Stück nehmen, aber ich brauche halt nicht mehr als diese eine. Dann irgendwann war es wieder bei mir an einem Punkt, wo ich mal wirklich, ich hatte mal einmal eine Periode, da habe ich gedacht, okay, du hast jetzt gefühlte 10 Jahre mindestens deine Periode und jetzt irgendwie plötzlich hast du solche krassen Schmerzen. Ich habe gedacht, entweder mir platzt gerade der Blinddarm durch oder ich habe eine richtig fiese Entzündung da unten und ich bin dann auch. Ja, bei mir war es dann auch so, dass es dann auf der anderen Seite rausgekommen ist ohne Pause. Entschuldigt, dass ich das so offen sage, aber nachdem ich dann das dann auch noch hatte, habe ich dann irgendwann zu meiner Mutter heulend gesagt: Mama, ich kann nicht mehr, ich bin fix und alle, lass uns ins Krankenhaus gehen. Ich weiß, es war Hypochonder hoch 10, aber ich habe da dann auch den richtigen Tipp bekommen und zwar hat mir dann die Ärztin verschrieben, ich soll doch mal eine Buscopan nehmen. Und das wusste ich bis zu dem Zeitpunkt nicht mal, dass es die gibt. Und ach Gott, der Himmel sei froh, dass ich weiß, dass es Buscopan gibt. Ich habe dann Buscopan und Buscopan Stark gekauft. Und zu Anfang haben die kleinen Buscopan gereicht. Aber ich muss zugeben, ich denke, die würden jetzt nicht mehr reichen, weil ich zu oft die Buscopan Stark genommen habe. Weil ich einfach, die Buscopan Stark hießen für mich, also die Buscopan hieß, um mal anders anzufangen, bis zum zweitletzten Tag, also bis zum vierten Tag ungefähr meine Ruhe haben, aber dann die anderen 3 Tage dafür wieder Krämpfe. Und das habe ich dann irgendwie total doof und nervig gefunden. Die Buscopan Stark hingegen heißt, ich nehme sie einmal und dann ist die ganze Periode abgedeckt, die ganzen 7 Tage. Und ja, das ist einmal die Tablette genommen und wird weg. Ja, und gut, das ist nicht unbedingt der Idealfall. Und ich bin da auch immer so, dass ich dann jedes Mal so für mich innerlich ein schlechtes Gewissen habe. Aber dann denke ich mir wiederum, naja, willst du wirklich die ganze Zeit in der Ecke liegen und nur vor Krämpfen dich winden? Ja, dann irgendwann war es dann so, dass ich dann, die Krämpfe haben dann etwas nachgelassen, aber ich habe eben trotz allem wegen der Buscopan und den Schmerztabletten unglaublich schlechtes Gewissen gehabt, immer so innerliches, nach dem Motto, ich mache es mir damit viel zu einfach. Und dann hat meine Mom, meine Mom und mein Dad haben Bekannte und mit denen sind sie dann mal spazieren gegangen. Und jetzt kommt das witzige Teil dran. Mein Vater und der Partner von der Bekannten, also der männliche Partner der beiden, die haben dann im Wald sich irgendwie über sowas unterhalten, weil ich bin auch so richtig, ich bin in dem Punkt eiskalt. Ich erzähle es meinem Vater jedes Mal. Ich erzähle ihm da alles. Also mein Vater gehört, der kriegt da kein Schonprogramm nach dem Motto, das ist Mädchengesprächsthemen. Der weiß da über alles Bescheid. Und der wusste eben auch, dass ich so starke Krämpfe habe. Und dann hat er sich mit dem Bekannten unterhalten und der hat dann gesagt, ja,
Also meine Frau, die trinkt da immer Himbeerblütentee. Und dann ist mein Vater heimgekommen und hat das so mir erzählt. Und ich habe ihn so angeguckt im ersten Moment nach dem Motto, okay, cool, dass du das so fragst, aber ihm ist schon klar, dass du ein Mann bist. Und aber okay, ich probier's. Da habe ich meine Mutter losgeschickt zur Apotheke. Mama, könntest du Himbeerblütentee kaufen? Und ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich einen Vater habe. Also ich mache das meistens so, ich trinke ungefähr, weil ich bin jemand, ich kann, und, also ich kann, ich weiß ungefähr genau, wann ich in meinem Zyklus bin. Ich trinke ungefähr 10 Tage vor meiner Periode die erste, oder so 4, 5 Tage, die erste Tasse vom Himbeerblütentee und immer überziehen lassen. Also wenn du den so läpprig trinkst, dann bringt er gar nichts. Wirklich überziehen lassen ist da mein Geheimtrick dabei. Und dann, wenn es dann losgeht, an dem Tag oder einen Tag später, trinke ich dann noch eine zweite Tasse und im Prinzip ist dann die Blutung weniger stark. Es tut viel weniger weh bei weitem. Also ich habe damit geschafft, früher war es so, dass ich wirklich 7 Tage durchgehend mir irgendwelche Schmerzmittel geben musste, weil es anders nicht gegangen wäre. Mit dem Tee und eben einer Buscopan-Stark komme ich dann über die 7 Tage ohne weitere Tabletten zu nehmen. Dann hört es meistens sogar schon am ungefähr dritten, vierten Tag auf zu krampfen. Also dann merkst du gar nichts mehr. Dann ist einfach nur noch dieses unangenehme Auslaufen, aber sonst merkst du davon nichts mehr. Und ja. Jetzt noch zu mir, war also noch zum letzten Grund, warum ich auch für mich persönlich sagt, warum ich, auch wenn es sich blöd anhört, weil ich ja Schmerztabletten schlucke, aber warum ich die Pille nicht schlucke, für mich ist, ich habe wirklich so, ich bin da ein Kontrollfreak und ich bin auch jemand, meine Periode ist ein Uhrwerk. Ich weiß auch nicht, wo es herkommt, aber ich habe seltenst, also ich habe maximal 1 bis 2 Tage Verschiebung, wie ich ja schon gesagt habe. Von 28 bis 30 Tagen Zyklus. Also es sind maximal 2 Tage, in denen es mal später kommt. Und ich bin auch jemand, ich kann euch genau sagen, also wenn ich den ersten Tag meiner Periode in der Nacht schlafe, ich praktisch gar nicht. Ich weiß auch nicht warum, aber ich schlafe praktisch gar nicht. Aber im Ausgleich dafür weiß ich dann ungefähr, was auf mich zukommt. Egal wie die Periode ist, dann kann ich es genau einschätzen, ob ich mehr Schmerzen habe. Oder mehr Ausfluss, es tut mir leid, aber so ist es eben. Oder ob ich irgendwelche anderen Beschwerden haben werde. Oder eben, ob ich auch irgendwelche komischen Gelüste haben werde. Weil ich bin manchmal, ich bin wirklich so, jede Periode kriege ich Lust auf irgendwas anderes Essbares. Mal sind es Pommes, mal sind es Pizza, mal ist es Essiggurke, mal sind es Äpfel. Egal wie, ich brauche dann immer irgendwas anderes, was ich dann für kiloweise mich reinstopfe. Und kaum ist dann die Periode vorbei, kann ich es nicht mehr sehen. Ich neige komischerweise wirklich nicht dazu, viele Problematiken zu haben. Also meine beschränken sich hauptsächlich auf Krämpfe und auf gelegentlich etwas ziehen da oben. ja. Aber was auch für mich sehr wichtig ist, ist, ja. Ich habe einen Kalender und in den trage ich alles ein und ich habe auch noch zusätzlich eine App, in die trage ich alles ein und so behalte ich immer einen Überblick, selbst dann, wenn die Zeit noch so sehr verläuft, dass ich dann immer für mich im Kopf habe, wo ich ungefähr gerade stehe. Weil, naja, wenn du kein Zeitgefühl hast, ist es schwierig, aber wirklich nach diesem Kalender, punktgenau, fängt es immer meistens an. Ja. Und jetzt noch so ein, zwei Tipps, mal abgesehen vom Himbeertee und der Buscopan und der Aktren. Meine Oma sagt immer, während der Periode darf man auf keinen Fall kalte Füße haben, man darf nicht schwer tragen und baden ist auch nicht also ist auch nicht gerade ratsam, weil das alles Sachen sind, die mehr oder weniger dem Körper schaden und ja, die dann irgendwie dafür auch sorgen können, dass man. Ja, dass es mit den Kindern später schwieriger wird. Das ist so die alte Weisheit von meiner Uroma, die sie an meine Oma weitergegeben hat, die sie wieder an meine Mom weitergegeben hat, die sie wieder an mich weitergegeben hat. Und noch ein Tipp ist, Wärmflaschen, was natürlich im Sommer auch sehr schwierig ist, aber auf jeden Fall Wärmflaschen. Und auch wenn es jetzt wirklich schwer ist, weil es warm ist,
Was Warmes trinken kann auch schon manchmal helfen, weil ich merke immer, wenn ich zu Kaltes trinke während der Periode, kriege ich furchtbare Krämpfe. Also falls ihr irgendwelche Fragen habt dazu, schreibt sie mir gerne in die Kommentare, dann werde ich es euch gerne beantworten. Ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Wir sehen uns dann am Freitag wieder mit anderen Themen, die da nicht so sind. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Bis dahin, tschüss!